Bunt in den Frühling lautet das Motto der diesjährigen Frühjahrsaktion Zwickau blüht auf. Am vergangenen Samstag startete die beliebte Gemeinschaftsaktion der Innenstadthändler und Zwickauer Unternehmen. Bunte Blumen und frühlingshafte Dekorationen schmücken bis zum 1. Mai die Eingänge und Schaufenster der Geschäfte. Eröffnet wurde die Aktion offiziell schon am Freitagnachmittag auf der Bühne auf dem Hauptmarkt. Hier nutzte man ein kurzes, wettermäßig halbwegs schönes Zeitfenster. Sie erinnern sich, der April machte auch an diesem Tag seinem Ruf alle Ehre. Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt, optimistisch in zarten Frühlingsfarben gekleidet, wandte sich an die Besucher und gab zunächst Entwarnung. Ich werde nicht singen. Die Organisatoren haben alles richtig gemacht. Pünktlich zur Eröffnung von Zwickau blüht auf, scheint die Sonne. Das war auch der Plan. Ich habe vorhin gerade erzählt, ich glaube es war im Jahr 2019, haben wir zum Streetfood Festival am 31. März hier bei 30 Grad im Schatten gesessen, da war oder in der Sonne war es. Das waren andere Umstände, aber nichtsdestotrotz, wir haben alle Lust auf Frühling und auf Farbe und Frische in unserer Stadt. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass die Händler der Stadt Zwickau, das Stadtmanagement, ganz engagierte Blumenhändler, Frau Reier ist heute hier vor Ort vom Blumenhaus Gellrich, die in den letzten Wochen bei Wind und Wetter Blumenbeete angelegt hat. Also, dass viele so engagiert dabei mitgeholfen haben, Farbe in unsere Stadt zu bringen. Und heute natürlich mit dem Auftakt, dem Streetfood Festival, quasi die neue Frühlingssaison und Veranstaltungssaison hier in Zwickau zu eröffnen und einzuweihen. Und ich kann Sie nur animieren, lassen Sie sich von dem Wetter nicht aufhalten. Wir haben alle noch eine dicke Jacke im Schrank und einen Schal. Ich habe zwar heute schon mal die Frühlingsfarbe ausgepackt. Und nutzen Sie die Zeit, laufen Sie durch die Stadt, schauen Sie bei den vielen kulinarischen Spezialitäten vorbei und erfreuen Sie sich einfach an der Farbe, die hier überall blitzt und blinkt. Und ich bin sehr dankbar, dass die Aktion wieder gelungen ist und wir so viele Unterstützer haben hier aus der Region, aus der Stadt. Viele Unternehmen, die sich mit eigenen Pflanzungen beteiligen, aber auch die kleinen Dinge, die vor den Geschäften so stehen. Auf jeden Fall werden wir mit dem Gießen nicht so viel Aufwand haben im Moment. Das ist vielleicht der Vorteil an der Sache und Wasser ist ja für Pflanzen immer was Positives. Insofern, machen wir das Beste draus und toi 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 und ich wünsche drei tolle Veranstaltungstage auch hier auf dem Hauptmarkt. Bravo! Und damit war auch gleichzeitig das Street Food on Tour Festival Zwickau eröffnet. Wer mochte, konnte sich hier für den dann folgenden Stadtbummel erstmal stärken. Die Organisatoren von Zwickau blüht auf brachten vor dem nächsten Regenguss noch Blumengrüße unter die Gäste. Wir hatten unsere Runde sicherheitshalber schon vorher gedreht. Sicher ist sicher. Eins ist natürlich völlig klar, auch wenn die Tropfen an den Blüten durchaus schön anzusehen sind, mit Sonne sieht es ohne Zweifel noch besser aus. Aber genug vom Wetter philosophiert. Wir haben April und da muss man sich mit Kapriolen abfinden. Die Oberbürgermeisterin hatte es schon gesagt, mit der richtigen Kleidung ist das auch kein Problem. Sehenswert sind die kleinen und großen Arrangements alle. Jedes Jahr gibt es besondere Highlights. Heuer steuerte auch das Garten- und Friedhofsamt zwei Hingucker bei. Einmal dieses ausgemusterte Boot vom Schwanenteich an der Ecke Katharinenstraße Dr. Friedrichsring und zum anderen die bepflanzte Bergbaulore im Muldeparadies. Da schmeckt dem Bergmann dahinter das Bier gleich noch viel besser. Ebenfalls ein Eyecatcher ist der Bilderrahmen vor den Arkaden. Da werden sicher oft die Fotoapparate oder mehr die Handys klicken. Auch die kleineren Geschäfte und die Gaststätten geben sich große Mühe. Das alles hebt die Stimmung und macht die Innenstadt attraktiver und bestenfalls steigt auch der Umsatz. Übrigens, auch wenn die Aktion schon läuft, Händler, Gastronomen, Dienstleister und Institutionen, aber auch Anwohner können sich gerne noch anschließen und mit Blumendekorationen vor den Eingängen und in den Fenstern Zwickaus Altstadt aufblühen lassen. Wer größere Objekte aufstellen möchte, wendet sich bitte an die Stadtmanagerin Ariane Spiekermann vom Büro für Wirtschaftsförderung. Und nun genug der Worte.
begleiten Sie uns am Schluss des Beitrages durch 6 Jahre Zwickau blüht auf. Viel Vergnügen!